That's it. So, cool, dass ihr reinguckt. Was geht ab? Guten Tag, Freunde. So, jetzt gucken wir, wie das Ganze läuft. Vielen Dank für deine Teilnahme am geschlossenen Beta-Test. Da sich der Titel derzeit in der Entwicklung befindet, sind einige Funktionen nicht verfügbar. Bitte geduldig bis zur Veröffentlichung des Spiels. Okay, es war eine geile Beta. Danke dafür. Hat Spaß gemacht. Na, Spaß. Die derzeitige Beta erlaubt es dir, online und offline zu kämpfen, okay? Charakterbewegung, neige L in die Richtung, bla bla bla, drücke X, um zu springen, alles klar. Unterhaltung, drücke Kreis, während der Zielcursor sich über ein NSC befindet, um mit ihm zu sprechen. Während des Beta-Tests ist diese Funktion auf den Kampftresen beschränkt, alles klar. Fehlerbericht, wir sagen Dates, okay, alles klar, ja, danke, ciao. Bild erreichte, ja, okay, danke, ciao. Ja, okay, also ich merke schon, das meinte ich mit so typisch V-Jump, so wie die Charakter sich bewegen, das fühlt sich übertrieben komisch an. Das ist so ab, ja, guck mal. Auf einmal bleibt er stehen. Das ist so richtig. Also bei allem Respekt. Wahrscheinlich werde ich auf hohem Niveau meckern, aber es ist ja immer noch eine Beta, also deswegen. Aber ich sag mal, mein Standpunkt zu solchen Spielen, und deswegen teste ich es auch. So diese V-Jump-Spiele, V-Jump-Kämpfe, die waren nie was für mich. Aber ja, so Games. Die V-Jump-Reihe oder diese V-Stars oder whatever. Was ist das für ein Sasuke? Willkommen. Mir war das Gameplay immer so abgehakt. Naja, was soll's, so kann ich hier nicht klappen. Ah, hier spielt alles den Computer, wow. Let's go, gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Wird es ein Comic von Rine geben? Ah, Xenoverse und ich, wir gehen gerade getrennte Meinung, Xenoverse und ich. Alter, Blackbeard! Und ich bin, um ehrlich zu sein, nicht so ein Style von der Grafik, von der Engine, sag ich mal. Das ist mir zu human, zu real. Aber gucken wir mal. Alter, Mann, boah, ich sogar hab mal die Fresse, Alter. Wie frech. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin gespannt aufs Gameplay, legit. Weil, wie gesagt, die älteren, diese Jump Force-Reihe oder V-Jump, wie die All-Star, wie die hießen, das Gameplay war zu abgehackt. Hoffentlich haben die da ein bisschen was geändert. Um ehrlich zu sein, so hier, so im Kampf, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Okay, guck mal. Guck mal, ich habe zum ersten Mal in dieser Spielreihe gesehen, wie Goku und Vegeta laufen. Das habe ich zuvor noch nie gesehen. Ich meine, also es war, warte, aber ich finde auf jeden Fall so vom Kampf, also guck mal, das läuft sehr gut, versteht? Also, das finde ich auf jeden Fall nice. Die Sache ist die, wie kämpft man? Ey, bei allem Respekt. Wieso geizen die immer mit solchen Menü-Interfaces? Wie klein ist es? Bildschirm ist so groß. Menüanzeige ist so. So. Komm mal, Junge, ich schaff alles. Wir gehen auf jeden Fall. Ja, ja, komm. Komm mal, Junge, ich schaff alles. Das ist jetzt 4-Kombo, okay? Ich zeig euch gleich mal die Kombos. Jetzt drücke ich 3-Kombo drauf. 3-Kombo. Das ist schwere Kombo, sag ich mal. Das war's auch schon. Kreis ist packen. Boah. Der will's wissen, Leute. Der will's wissen, Leute. Das Aufladen, R2. R1 ist Schutz. Kreis ist packen. Und seine Fresse, Junge. R2 aufladen, wie gesagt. L2 holt zum Friends. Okay, ich kann nicht erwachen. Ich weiß, wie man erwacht. Das ist gerade mein Problem. L2 ist Charakterwechsel. Beziehungsweise zu Hilfe holen. Wenn du lang gedrückt hast, zu Hilfe holen. Ich glaube, einmal ist Ding. L1. Ansturm. Oh, nice. Nochmal. Ich habe jetzt 4-3 abwechselnd gedrückt. Keine Ahnung, ob sich daran was ändert. Das check ich nicht. Der hat mich gerade gekontert. Der hat mich gerade gekontert in meiner Konto. Konto. Kombo. Das ist Dodge. Was ist. Ah, Ding ist. Ah. Guck, das. Wie macht er das? X ist springen. Junge, Junge, oh, deine Fresse, Junge, komm her. Komm, komm. Oh, deine. Das hat das Geile, was? Das hat das Geile. Wenn man das machen kann mit den Charakteren. Red Saiyan, lieben Dank fürs Followen. Wer ist es? Wie geht er? Okay, den haben wir runtergenommen. Tritt mal. Oh nein! Alter! Rage!
Red Talk, komm mal unter den Fresse, Alter, für meinen Bruder AIDS. Verreck. GeForce, ah, da sie ist. GeForce ist X? Hä, hey, ich dachte, GeForce wäre erwachen. Warte, wie erwacht man nochmal? Erwachen war doch R3, richtig. Ich hab's vorhin gedrückt. Aber meine Frage ist gerade, was muss ich erreichen? Muss ich diese 5 Key haben unter meinen Lebensbalken? Erwachen, hier. Die Erwachen zu verwenden, um eine Erwachen hervorzurufen. Erwachen steht zur Verfügung, sobald die Erwachenzeige mindestens zur Hälfte gefüllt ist. Wo ist die Erwachenzeige? Ah, ich glaube, um meinen Charakter herum kann das sein. Weil bei Freeze ist zum Beispiel fast voll, bei mir nicht. Kann das sein? Aber wenn ich jetzt R3 drücke, dann passiert nichts. Der gelbe Balken meine Bilder oben zeigt genau richtig. Okay, danke schön, Ranger. Danke. So geiles Spiel, es macht echt Laune, um ehrlich zu sein. Switch mal den Charakter. Oh, nein, Fresse, Otto! Junge, Zorro. Komm her, Junge. Schlitz dich auf. Wird wieder zu Mecha Freezer. Boom! Shishi so. Wie krank, Alter! Alter! Die Sache ist auch die, ich hatte legit. Lass dich schlagen, ja, wegen der Erwachenanzeige meinst du, ne? Ich hatte legit damals kaum mit den One Piece Charakteren spielen können. Es gab mal auf der PS1 ein geiles Spiel vom One Piece, aber es ist halt so PS1 so. Ich sag mal so von der. Oh, was macht der? Bitte! Komm mal her, also ich zeig dir, wie das geht. Geheimtechnik. Oh! Wohin? Zorro, dreh dich um! Zorro! Was ist das? Alter, Junge. Alter, Zorro, was war das, Mann? Zorro. Ey, lass mich in Ruhe jetzt. Oh, guck mal! Wir haben keine Klamotten mehr. Junge, jetzt geht's auf mir scheißegal. Wie krieg ich die X-Technik nach dem Erwachen oder was? Oh, Rage! Irgendwas passiert mit mir. Junge, mach mal deine Fresse, Alter. Okay, das ist schon aggressiv, Mann. Weil du halt mit den Charakteren, die du schaust, die kannst total eskalieren. Okay, das ist schon geil. Lass mich einfach ein bisschen boxen, dann fühlt sich schneller. Okay, mach ich. Das lädt dann, glaub ich, schneller. Mach ich gleich. Oh mein Gott! Mada, itoi. Oh mein Gott, du kommst. Zu meinem Bruder Ace! Ah! So, wir können bald erwachen. Ja, Tajanken. Morgen vielleicht. Hier vor, Jungs, seid ihr bereit? Ich kann es aktivieren. Oh nein, noch nicht. Ah doch, jetzt bin ich erwacht. Jetzt heißt es erwachen, okay. Und jetzt. Kuh! Mach mal die Fresse! Alter, der bringt den um. Bin ich danach in der Form? Ah, leider nicht. Kurohige, schau mal, wie groß der ist. Wow, dunkles Ende. Blackbeard ist so frech, Alter. Der ist so... Oh, Mann, die Fresse! Das ist der mit Whitebeards Frucht. Oh! Oh! Was? Der hat die zu sich gesogen. Nein, Alter. Das war ein Oder war das ein Zufall Wie frech ist der bitte? Ha!
Komm einfach rein, Junge, und frisst die Bombe, Alter. Junge, friss einfach diese Bombe, hast mich verstanden, Alter. Junge, die wollen einfach diese Bombe. Die wollen einfach eine Bombe. Ich verstehe die nicht. Was machst du da, Mann? Die wollen einfach diese Bombe. Ich verstehe es nicht. Junge. Ich hab wieder die Ulti nicht. Warum? Ah, vielleicht habe ich wenig Key. Das war Absicht, okay. Damit wir uns erwachen können, erwecken können. Das weiß ich, wie man so kontert. Ja. Friss die Bombe! Scheiß. Destiny kommst, Freunde. Destiny kommst. Shirakune. Genau Destiny Kombos. Was lädst du dich da schon wieder auf? Hä? Kannst du uns mal sagen, du halbe Fraktion, du. Der Seher macht schon Damage, Mensch. Was ist das? Junge. Wenn ich jetzt nicht im Radius bin, dann heul ich. Wo ist der? Oh! Wo ist der? Komm her, komm her. Komm her, nimm deinen Untergang an, Alter. Was für ein Fisch, Alter. Was für ein Fisch, bitte. Krank. Wie findest du Naruto? Naruto war auch nice. Die Ulti von Naruto war geil. Vom Gesicht her einfach haben müssen. Also hat das Spiel deine Erwartungen betroffen, weil du am Anfang nicht begeistert warst. Ja, hat es auf jeden Fall. Denn diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was ich so quasi kritisiert habe an dem Spiel oder an der Reihe, die V-Jump-Reihe, ich habe wieder J-Stars oder keine Ahnung, wie die Reihe hieß. Da hatte ich immer das Problem mit der Reihe, dass das Gameplay zu abgehackt ist. Also wir haben das damals auf der PC gespielt bei einem Kumpel. Es war so abgehackt, man konnte das legit nicht spielen. Deswegen habe ich das Gameplay auf jeden Fall kritisiert. Und war drauf gespannt, wie das jetzt in Jump Force sein wird. Und die Engine, darüber kann man es immer schreiten. Ja, manch einer mag vielleicht sowas nicht, dass es so human ist, real ist, der andere mag es. Ich bin nicht so ein Fan davon, aber man merkt es beim Kämpfen nicht, beim Respekt. Und Gameplay finde ich geil. Natürlich, wie gesagt, man kann es nicht mit Beat'em-up-Spielen vergleichen, wie Fighters etc., Street Fighter oder Arcade-Beat'em-ups. Aber es macht Spaß. Spaß hat es dabei. Vor allem, wie gesagt, wenn man das mit Freunden spielt. Oder gerade, wenn man sowas auspackt wie mit Whitebeard, da kann ich mir das ganz vorstellen. Wenn du deinen Freund so zu dir packst und er ist neben dir. Junge, der heult nachts, der kriegt da Albträume von. Vielen Dank fürs dabei sein, hat echt Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Halt auf jeden Fall einen Blick in den Streamplan, wie gesagt. Vielen Dank fürs dabei sein. Haut rein, Freunde, schönes Wochenende euch. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.